Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Nu Et Ta Da Box von Oleg Sesh. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Nu Et Ta Da von Oleg Sesh, das Ganze aus dem Jahr 2014. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Deutschrap. So sieht das aus, wie wir auf den ersten Blick erkennen können. Handelt es sich hier um eine schlichte Kartonbox. Allerdings hat man die zumindest eingefärbt in weiß. Also ist nicht ganz so schlicht in diesem klassischen Kartonbraun, sondern man hat sich zumindest die Mühe gemacht, sie in weiß zu machen. Wir haben hier, wie es bei diesen alten Deluxe-Boxen immer so war früher, einen Aufkleber. Hier oben lesen wir 385i präsentiert. Oleg Sesh Nu Et Ta Da. Genau diesen haben wir dann auch hier abgebildet, in der Hocke sitzend. Sieht so aus wie eine ziemlich große freie Fläche, also eventuell ein Flughafen oder irgendeine Industrielandschaft, irgendein Industriegebiet, okay. Premium Edition inklusive 2 CD, Bonus Tracks plus Instrumentals, T-Shirt in der Größe L, Poster und Autogrammkarte. Darunter haben wir dann noch einen Barcode und die Beteiligten des Albums, also natürlich das Label. 385 Ideal, Groove Attack, die haben den Vertrieb gemacht, Unicard Management und Adobe Kit, der wohl das Artwork hier beigesteuert hat. So, von allen Seiten, wenn wir uns das ansehen, in weiß gehalten, es klappert auch schon. Und dann kommen wir auch schon zum Inhalt. Wir haben hier einmal das Album an sich. Ein Poster ist mit dabei. Eine Autogrammkarte sowie ein Shirt. So, dann packen wir die Box mal wieder zur Seite. Machen sie vorher noch zu. So, die Box zur Seite. Und nachdem hier das Shirt noch in Folie ist, alles andere nicht, packen wir mal das Shirt hier raus. Legen wir mal zur Seite und wir starten wie immer mit dem Album an sich. So sieht das aus, Nu Et Ta Da. Es ist das Soloalbum Nummer 1, also das Debütalbum von Oleg Sesh. 2012 erschien ja sein erstes Release, Authentic Athletic, aber das war damals ein Mixtape und somit ist dieses aus dem Jahr 2014, Nu Et Ta Da, sein Debütalbum. Ja, zum Albumtitel kann ich euch etwas erzählen und zwar Nu Et Ta Da. Soweit ich informiert bin, kommt aus dem Russischen und heißt dort so viel wie so ist es, beziehungsweise das ist es. Aber für Oleg Sesh hat das irgendwie so eine etwas speziellere Bedeutung. Und zwar hat er das Ganze in einem Interview erklärt mit positiverem. Also für ihn heißt das so viel wie geil, Hammer, top, also durchaus positive Worte. Und er hat auch ein Beispiel gebracht, er hat gemeint, wenn jetzt dein Bruder für dich irgendeinen dicken Wagen kauft und du weißt nichts davon und du kommst raus und er überrascht dich und drückt dir die Schlüssel in die Hand und sagt, das ist jetzt deiner, dann würde er sagen, Nu Et Ta Da. Also ja, es ist sehr viel rein zu interpretieren in diese Worte. Wir haben hier wieder das Cover, wie wir es auch schon von der Box kennen. Nu Et Ta Da Premium Edition lesen wir hier. Das Ganze kommt in einem regulären Jewel Case. Hier auf der Seite ein schwarzer Balken. Oleg Sesh Nu Et Ta Da auch hier. Und auf der Rückseite haben wir dann die Tracklist. Und die ist echt sehr, sehr umfangreich. 22 Tracks an der Zahl. Und wir haben auch jede Menge Features mit dabei. Wir haben Features von Hannibal, Celo und Abdi. Dann nochmals Celo und Abdi jeweils solo. Also einmal nur Abdi, einmal nur Celo. Vasel, Echo Fresh, Chases, Fahrt, Chaka, Karate Andy, Cracky Valley, Fahrt, also ohne Ende Features. Und was wir hier oben sehen, ist seine Heimat. In diesem Fall ist das Darmstadt. Das sind so die Blocks, die Gegend, der aufgewachsen ist. Darmstadt, Kranichstein. Und hier lesen wir dann auch noch CD2 Instrumentals. Hier unten gibt es dann wieder die Beteiligten plus einen Barcode. Also es gab die CD auch regulär zu kaufen, ohne Box natürlich. Dann schauen wir mal hinein. Als erstes kommen wir zum Booklet. Jawohl, so stellt man sich das vor. Wir haben hier die Tracks einzeln aufgelistet
und dann auch noch im Detail hier beschrieben, wer dabei war, also natürlich wer gefeatured wurde, aber auch wer das Ganze produziert hat. Also hier die wichtigsten Infos auf einen Blick. Dann haben wir hier noch Fotos von Oleg Sesh. Das zieht sich jetzt so durch. Einmal Foto, einmal Text. Dann hier Doppelseite-Foto. Das sieht echt gut aus. Generell das Artwork, also hier dieses Schwarz, Silber und Rot oder Schwarz-Weiß und Rot. Top-Farbkombination. So, zum Abschluss gibt es noch hier die Credits zum Album. So wie eine Danksagung. Könnt ihr euch natürlich an dieser Stelle gerne kurz anhalten, das Video, und euch die im Detail durchlesen. Und ja, also generell zum Artwork, das ist schon sehr düster. Also so ziemlich auf jedem Bild hier grauer, wolkenverhangener Himmel. Aber für mich stimmig. So, dann kommen wir zur CD. So sieht die aus. Nur etwa da Premium Edition lesen wir hier. Und auf der Rückseite haben wir dann noch eine zweite CD. Und das ist dann in dem Fall die Instrumental-CD. Also wie gesagt, 22 Tracks werden dann wahrscheinlich auch 22 Instrumentals ergeben. Was haben wir hier? Sieht so aus wie eine Aufnahme von einem Dach, das schon etwas in die Jahre gekommen sein dürfte. Ja, und auch hier wieder graue Wolken am Himmel. Gut, so viel zum Album. Dann haben wir mit dabei ein Poster. Und das ist die einzige Sache, die mich immer ein bisschen stört an diesen kleinen Kartonboxen. Denn die Poster passen da meistens nicht ganz rein. Und deswegen werden die dann immer an einer Seite so ein bisschen eingeknickt. Ihr seht das. Ich hoffe mal, es hat nicht allzu sehr gelitten. Jawohl, okay. Ja, das geht. Also, hier oben lesen wir wieder 385i präsentiert. Dann wieder Oleg Sesh und den Albumtitel. Es ist im Prinzip das Cover, das wir schon kennen. Allerdings eben in diesem Fall im Hochformat. Das Ganze dürfte größentechnisch A3 sein und ist einseitig bedruckt. Also Rückseite, wie ihr sehen könnt, weiß. Dann haben wir mit dabei eine Autogrammkarte, die ist im Querformat gehalten. Und hier lesen wir dann Oleg Sesh 64. Wie gesagt, 64, der Bezug zu Darmstadt, die Postleitzahl von Darmstadt. Und auch hier wird seine Heimat repräsentiert. Sieht so aus, genau wie diese Wohnhäuser, diese Blocks, die wir auch schon auf der Rückseite gesehen haben. Ja, also das sieht echt zum Verwechseln ähnlich. Ich glaube, es ist sogar derselbe Blick, weil wir haben hier diese drei Gebäude, hier. Also Oleg Sesh hat eben dann hier auf diesem Dach Platz genommen, aber der Blick oder der Punkt, von dem das fotografiert sein dürfte, dürfte genau der gleiche gewesen sein. So sieht das aus. Rückseite blank weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch ein Shirt mit dabei. So, das Shirt ist in schwarz und weiß gehalten. Hier unten lesen wir natürlich wieder den Namen Oleg Sesh. Dann haben wir hier riesengroß über die vordere Seite die 64 drüber. Wobei man sagen muss, dass hier so drei Schnitte noch drin sind. Wie gesagt, 64, der Bezug zu Darmstadt. Dann schauen wir mal auf die Rückseite. Hier haben wir nichts, also das Shirt ist glatt in schwarz gehalten. Und wir haben es hierbei zu tun mit einem Screenstars Fruit of the Loom. Okay, also es dürfte eine Untermarke sein von Fruit of the Loom, alles klar. In der Größe L, die Größe war damals nicht frei wählbar, die war standardmäßig L in allen Boxen gleich. Und wir haben es hier zu tun mit 100% Baumwolle und das Ganze ist, wo haben wir es? Hier, made in Marokko. Grüße gehen raus. Wir packen das Shirt mal wieder zusammen. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Shirt, Oleg Sesh und 64, das Ganze in Größe L. Dann die Autogrammkarte hier mit Oleg Sesh 64 unterzeichnet im Querformat. Dann haben wir das Poster einseitig bedruckt im Hochformat Größe A3. So wie natürlich das Album an sich, nur etwa da mit 22 Tracks und Instrumentals, das Ganze im Jewelcase. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, nur etwa da von Oleg Sesh,
Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Oleg Sesh unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.